Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Sonic Adventure DX. Im letzten Part haben wir die Sonic Story abgeschlossen zu 100% und es geht weiter mit der Tails Story. Dann wollen wir mal, keine Cutscene gucken, wir wollen starten. Genau, Play Game Adventure. Select your character. Unten rechts sieht man nochmal Clear 100%. Und jetzt geht's weiter mit Tails. Oder wie es darunter steht, Miles Tails Forward. Keine Ahnung. Here I come. Tails. Ja, Mann. Okay, Station Square. Ist auch so geil. In der Sonic-Szene haben wir ja auch gesehen, wie Tails dann so abstürzt. Das ist einfach geil. Wie es aussieht. Wie so ein Bohrer. No, der Motor schmiert ab. Scheiße. Sehen wir, wie Sonic uns rettet. In der Sonic Story haben wir ja Tails gerettet und jetzt sehen wir das alles aus Tails Sicht. Richtig geil. Das muss ich immer wieder sagen, aber das ist wirklich toll gemacht, finde ich. Boy, you're lucky I saw you come down. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply! It's a Chaos Emerald! No way! I was lucky to find one of the 7 Chaos Emeralds. They have unlimited mystic powers. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins, and I'll show you what I've been working on. We'll go to the station, hop on a train, and get there in no time. Okay, dann wollen wir das mal machen. Ich will jetzt euch ein bisschen... Oh, Hallöchen hier. Spitzenweiber. Genau, auf B können wir so eine Schwanzattacke machen, so Schwanzdrehattacke. Voll OP eigentlich. Und wir können auch so ein bisschen fliegen, so ein bisschen viel. Wow, ziemlich cool. Die Steuerung von Tails mag ich am meisten. Okay, in der Sonic Story müssen wir zu den Mystic Ruins und. Dann müssen wir jetzt mit Tails auch. Voll geil. Okay. Das heißt, wir fahren mit dem Zug. Voll so fliegen. Ah. Ah, die Steuerung ist trotzdem verpackt. So. Einfach mal hochfliegen zum Zug. Auch Tails ist Schwarzfahrer. Ja, das stört ja keinen. Dann wollen wir mal hier rüber. Ui. Wow, wow, nein, nein, nein. Okay. Gut. Ach ja, dieses Spiel. Gut. Well, well, well. If it isn't Sonic and Tails. I am Dr. Robotnik, the most cunning scientific genius in the world! Yeah, right, Dr. Eggman. Enough! I've been working on a master plan, but now it's time to put it to work! That usually means trouble coming from you! Don't even try to interfere this time. Give me that Chaos Emerald, or else... Whoa!
take it from you the hard way. Bossfight wie in der Sonic Story, nur in Tails Sicht. Gut, wir müssen einfach nur auf und drauf ballern. Und wir können fliegen. Yeah. Das ist voll cool. Gut, ja, machen wir dann eine Attacke. Und tschüss. Bei jedem Charakter muss man unterschiedliche Aufgaben machen. Zum Beispiel Sonic einfach das Level durchrennen. Tails muss man schneller sein als Sonic, bei Knuckles muss man irgendwie diese Teile des Riesen Emeralds suchen und bei Amy müssen wir irgendwie das Level durchmachen mit so einem Hammer und der Roboter verfolgt einen die ganze Zeit. Bei Big muss man einfach nur so einen Frosch angeln. Und bei diesem Roboter muss man auch eigentlich nur die Level komplett machen und dann am Ende immer so einen Roboter besiegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendjemand nicht erwähnt habe, aber ich glaube, das waren alle. Doch, das müssen alle gewesen sein. Wie wir einfach in der Luft sind, da ich vorher gehüpft habe. Lol. Okay. Diese Geräusche auch immer. Voll unpassend. Tails, warum hast du den Emerald? Das wird nicht gut. Oh mein Gott, nein. Snagged it. Mein Gott. Jetzt gesnackt. Scheiße. Chaos could use a little snack. Who's Chaos? Snack Chaos? Kennt man das nicht alles schon? Oh. Scheiße. That's the monster I saw the other day. Monster? Whoa. Yes, it's really happening. Just the stone tablet said it would. Natürlich ist der Rest, der rechte Arm so groß. Warum wohl? Every time I can hit a Chaos Emerald. All he needs is 7 emeralds to become invincible. Then he will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Land. Robotnik Land, das kannst du dir mal woanders entschieben. Let's go back. Come on. Boah, voll hell. Thank goodness they're gone. Good riddance. We can't let that monster get any bigger. It could get ugly. You're right. Chaos must be stopped. And he can be if we keep him away from more emeralds, right? So what do you say, Sonic? Let's find the Chaos Emeralds before Eggman does. Okay, dazu muss ich noch was sagen, und zwar, die Sonic-Story ist die am längsten dauert, die anderen Stories von den anderen Charakters gehen alle nur viel kleiner. Ich glaube, Big hat zum Beispiel nur 3 Level und dann Bosskampf oder so. Auf jeden Fall gehen die anderen Charaktere, die Stories viel schneller. So. Ist jetzt ein Rennen gegen Sonic. Wer am schnellsten ist, warum immer das da gefahren ist. Okay. Nicht am Rand bangen. Das kennen wir doch alle schon. Das wollen wir doch nicht nochmal miterleben. Das ist doch voll unnötig, Mann. Yeah. Und hier gibt's immer so Abkürzungen mit Tails. Extra für Tails und ich habe den Checkpoint nicht aktiviert. Das ist voll scheiße. Ich schaffe es nicht, okay. Wow. ETF. Ich sag mal nichts dazu. Yeah. Wow.
Wow, okay, ja, geil, ne? Finde ich auch. Also, ja. Okay. Come on, you should be able to find a shortcut if you fly. You made it. So, machen wir jetzt das mal. Das Spiel ist schon meins, wir müssen hier durch den Boden bauen. Diesmal aktivieren. So. Ich hoffe, was diesmal. Ah, ja. Okay. Gut. Ja. Mit Tails geht es alles viel schneller. Denn er hat Shortcuts und alles Mögliche. So. Zum Beispiel auch. Falls wir das noch schaffen, so, ja, genau. Ja, fliegen wir einfach mal so ein bisschen für den Weg entlang. Wow, okay, was hier lang? Das verwirrt mich manchmal ein bisschen, yeah. Ich finde auch die Upgrades, für Sonic gab es ja auch Upgrades wie die neuen Schuhe und den Armreifen und ebenso Tails auch ein paar Upgrades und die Upgrades finde ich ziemlich cool. Vor allem kriegen wir dann so eine Special Attack, die voll geil ist. Und wir haben sogar eine. Genau. That wasn't too bad. Ich kann mich noch daran erinnern, dass jetzt das Casino kam, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Mission für Tails gibt, weil mit Tails ist, muss man ja immer so schnell als Sonic sein, so Speed Levels und da wir irgendwie so Münzen sammeln, nicht so das Wahre, wir am schnellsten Münzen hat. Das wäre ein bisschen. Oder nur das am Ende hier irgendwie. Doch, diese Kanalisation, das wird wahrscheinlich sein. Casino Polis. Okay, das ist wirklich so. Wow. Machen wir die Gegner kaputt, danke. So. Ich will ein bisschen Geld. Ja. So. Bisschen das Money mitnehmen, auch wenn wir das Geld nicht brauchen. Ich nehme es trotzdem immer gerne. Geld nehme ich immer gerne. Aber wer würde nicht gerne gratis Geld mitnehmen? Und wir sind jetzt schon an der Hälfte des Levels. Oh mein Gott, das geht so schnell. Das Level ist ja auch nicht lange. Wow. Dann haben wir es geschaffen. Mit einem großen Vorsprung gegenüber Sonic. Weil er nichts kann. Und da ist der Stein. Der Eisstein. Wow, wie sich Sonic gedreht hat. So eine Ballerin. Vollkommen entspannt. Oh mein Gott, no. Die Katze kennen wir schon. No. Nighty Night. Nighty Nacht. Und da. Okay. Voll so das Drogengift. Zeug. Jetzt sind wir voll high. Und Sonic, what happened to the Chaos Emerald? Eggman got one of them, but the other one's safe. He must be getting desperate. Now the Emerald count is 2-1 and Eggman's winning. Let's get a move on! Genau, dann schnell noch die ganzen anderen Chaos Emeralds suchen. Das so komisches Vieh, was wir rumfliegen. Da sieht man irgendwie nur so. Manchmal ist es voll komisch. Keine Ahnung, aus welchem Spiel das kommt. Aber wahrscheinlich auch von Sonic.
Und dann wollen wir keine Zeit verlieren und auf zu den Mystic Ruins. Das Eislevel mit Tails machen. Genau. So, und schwarz fahren. So aufgeplatzt mal wieder. So, genau, wäre auch mal eine Frage so an euch, ihr Zuschauer, seid ihr eigentlich schon mal schwarz gefahren? Das ist ja mal so eine komische Frage. Und zwar war mal ein Kumpel, also Dominik, bei mir. Und da wollten wir von einer Stadt zur anderen Stadt, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen sagen soll. Auf jeden Fall wollten wir nach der einen Stadt. Das Ticket würde irgendwie 4 Euro kaufen. Haben wir das einmal für die Hinfahrt bezahlt. Ja, eigentlich umsonst, weil er hat kein Schwein kontrolliert. Dann waren wir uns nicht sicher, ob wir auf der Zurückfahrt wieder was bezahlen sollen. Vielleicht war das ja dann wieder umsonst. Haben wir es nicht gemacht. Es war ja dann sozusagen Schwarzfahren. Der andere Kumpel, ja, der hat einfach nochmal bezahlt. Der hatte insgesamt irgendwie über so ein bisschen über 10 Euro umsonst bezahlt. Wir hätten dann einfach nichts bezahlt. Wir hätten einfach nichts gekauft, sozusagen eine Schwarzfahrt. Ja. Aber war auch niemand da, der irgendwie kontrolliert hat oder so. Von daher war das irgendwie unnötig. Einfach so, ja, 10 Euro für gar nichts ausgegeben hatte. Ich habe auch 5 Euro einfach so ausgegeben. Ja. Das ist immer richtig scheiße, wenn er zumindest jemand kontrollieren würde in den Zügen. Aber nein. Hui. Sauber. Das ist so geil. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf 1080 Snowboard. Kennt jemand das Spiel für den Nintendo 64? Ist ziemlich cool. So ein Snowboard-Simulator oder einfach so ein Snowboard-Rennspiel. Ich glaube, Rennspiel würde da mehr zu passen, weil man da mal Rennspiel gegen andere Fahrer spielen muss. Da würde Simulation jetzt nicht so doll zu passen. Okay. Ja. Okay. Dann haben wir den Chaos Emerald auch gesnackt. Hell. That wasn't too bad. Yo. It wasn't too bad. So. Noch ein Emblem. Dann haben wir den Chaos Emerald. So, dann machen wir mal zu Knuckles. Der Knuckler. Wow. Tails. The train headed for Station Square will be departing soon. Hallo Knuckles. Wie geht's denn so? Hey Knuckles, what's up? Ich hab eine Tage, Mann. Oh, da fuck, man. What are you doing, Knuckles? Don't mess with me now. Just hand over the emeralds you have. Quick! Kannst du vergessen, Mann. No way, Knuckles! Ich geb dir doch nicht meine kostbaren Juwelen. Die kann man auf eBay verticken. Das bringt eine Menge Geld. Und das gönne ich dir nicht, Mann. Du Schwein. Oh no! So. Give it your best shot. Ein besser Shot hier. Ich hab Schwanz auf, möchte ich. Tod! Schwanz auf Doom. Keine Ahnung. Oh, so, komm her. Und tschüss, Mann. Oh no. Und boom. Oh no, the emeralds! Scheiße, Mann. Und natürlich kommt wieder Dr. Robot weg. Nein. Ja, scheiß Arsch. You two are bumbling idiots. You know that. Hey,
those are the Chaos Emeralds. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. What the heck is he talking about anyway? Don't you realize when you've been tricked? Tricked? No one makes a fool out of me. Way to go, knucklehead. Four! Count them! Four emeralds! I summon chaos! Come forth! Oh, oh. Das ist schon wieder das fette Vieh. Oh nein, jetzt wird's noch fetter. Nein. Scheiße. Oh mein Gott. It's changing again! We gotta stop this fast! Genau. Jetzt kommt das Vieh. Jetzt mal das Vieh mit Tails besiegen. Ist eigentlich genau dasselbe, wie wir es mit Sonic gemacht haben. Wow. Und hier sieht irgendwie Tails so anders aus, so voll so mit Schatten. So einfach drauf. So ein bisschen dunkler sieht er irgendwie aus, so komisch. Da, da. Lecker fliegen. So, wo ist der Vieh? Hallo. Da ist es. Das wartet auf uns schon. Nein, wir haben es verpasst. Ich hab's nicht mitgekriegt. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Wow. So. Bäh, irgendwie auf dem drauf. Mit Knuckles ist das für komisch. Wow! Ah, Spruch. So, ah. Stoff, so. Jung. So, Sonic ist. Nicht Sonic. Tails ist, glaube ich, meine Lieblingscharakter im Spiel, also wie soll ich sagen, die Lieblingsperson, mit denen mein Lieblingslevel, und zwar ist ein großer Teil der Levels jetzt weg, also zum Beispiel beim Snowboarden ist jetzt nur das Snowboarden da, nicht diese Vormission, und ich weiß nicht, ich mag das einfach, Tails mit seinen in seiner Steuerung mag ich es viel lieber, die Levels zu machen. Jetzt kommt wieder das große fette Schiff, der Egg Carrier, auch voll die geile Animation für früher für GameCube Verhältnisse. Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! Carrier. Yeah, that's but it pales in comparison to the power of chaos. Adieu, until we meet again, my friends. Okay. Scheiße. Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll take the tornado! Genau, das Flugzeug kam ja noch. You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on! Let's get going! Genau. Und an dieser Stelle, wer hätte es gedacht? Werde ich. Oh, hier ist Knuckles. Hey, Knuckles. Sagt auch mal was. What's the matter? What are you waiting for? Na, lass mich. An dieser Stelle werde ich den Part beenden. Bis dann und tschüss, Mann.